grüß euch, servus, wir sind heute in der Stiegels Brauwelt und wir gehen zum Wildschützball. Jawohl. Uwe. Reini. Reini. Und wir machen uns auf die Suche nach den Antworten, was der Reiz beim Wildschützball ist, beziehungsweise warum die Tracht geil ist, oder? Ja, ist geil. Das ist voll geil. Also, Wildschützball ist geil, okay, gehen wir's an. Gehen wir's an. Gehen wir's an. Auf geht's, kommt's auf. Mit. Ciao dabei. Auf zum Wildschützball! Zwei Sätze, was heute da abgeht. Okay. Wildschützball, unser Claim ist Tradition trifft Emotion. Ich glaube, das trifft es eigentlich schon am besten. Es geht darum, dass man Traditionen mischt mit neuen Geschichten, neue Einflüsse, ein bisschen ein Crossover hat. Und das merken die Leute. Die Leute, die wollen das Motto haben, wollen Gas geben und feiern. Und das passiert am Wildschützball. Gute Stimmung an der großen Party. Warum ist die Tracht total angesagt und total geil? Keine Ahnung. Wir merken das am Wildschützball, dass die Leute einfach gern Tracht tragen. Es ist irgendwie das, wo wir herkommen. Und trotzdem, man darf das nicht zu verstaubt sehen, sondern man muss das neu leben, kann da ein bisschen Form tragen, kann ein bisschen verrückt sein und das ist irgendwie das, warum die Leute wirklich Tracht jetzt cool finden. Super, dankeschön. Bitte. Was ist der Reiz am Wildschützball? Für mich ist der Wildschützball der beste Trachtenball in Salzburg, weil einfach extrem viel geboten wird. Es gibt verschiedene Bands und DJs und das Publikum ist total gemischt. Es gibt für jeden was. Wir haben mehrere Floors und das ist einfach ganz toll und man sieht ja, dass das sehr, sehr gut ankommt. Für mich ist der Wildschützball ein ganz besonderer Ball, weil es ein sehr traditioneller Ball ist, aber trotzdem total modern. Man kann in der Tracht kommen. Das lieben wir Salzburgerinnen im Dirndl, in der Lederhosen. Es ist immer viel Spaß, es gibt super gute Sachen zum Trinken, zum Tanzen, super Musik. Ja, darum ist er für uns ein ganz besonderer Ball. Warum ist Tracht geil? Schönes Dekolleté, sexy. Bei den Männern schöne Waschen. Lorenz, was geht heute am Abend an diesem Faschings-Samstag hier ab? Naja, also wir haben den Wildschützball zum 6. Mai in der Stiegels Brauwelt da und das heißt Tradition trifft Emotion. Lederhosen, Dirndeln und das Ganze von modern bis zum volkstümlichen ist alles vereint und wir schauen, dass wir das da einfach gut unterbringen. Warum ist Tracht geil? Tracht ist einfach geil, weil zum einen ist es unsere Geschichte, unsere Tradition, die neu erfunden werden kann, auch ein bisschen neu kombiniert und interpretiert wird. Und die Lederhose steht eben Burmgurt und das Dirndl hebt das Beste bei einer Dame hervor. Was ist der Reiz am Wildschützball? Dass man einfach lustig tanzen kann, dass man viele Leute trifft, dass alle in Tracht angezogen sind und dass man einfach wirklich viel Spaß hat. Warum ist Tracht geil? Weil man einfach immer super sexy in Tracht ausschaut, weil die Männer ihre Waden herzeigen können und die Damen erinnern. Was ist der Reiz am Wildschütz? Der Reiz am Wildschütz, das fragst du mich. Es ist erstens, kannst Wild sein und zweitens musst du Schürzenjäger sein. Und das ist der Reiz vom Wildschütz. Und warum ist die Tracht geil? Die Tracht ist geil, weil einfach so viel Farbe auf der Tracht liegt und die Lederne so herknallt, dass einfach ein Wahnsinn ist. Was ist der Reiz am Wildschützball? Am Wildschützball, dass viele von unseren Freunden sind, dass immer jetzt mal riesen Spaß ist. Dass alle in Tracht rumlaufen. Die Frage an dich, warum ist die Tracht geil? Tracht ist geil, weil es praktisch ist, also weil man nicht lange überlegen muss. Tracht und Dirndl passt eigentlich immer. Ja, fesches Band. Was macht den Reiz des Wildschütz aus? Wild ist immer gut und unterm Schutz von ein paar Wilderer ist noch besser. Und warum ist Tracht geil? Naja, weil jede Frau in einer Tracht ihre Reize hervorheben kann. Und die Männer? Bei den Männern, ja, das werden wir uns heute noch anschauen, aber funktioniert mit Sicherheit genauso gut. Was macht der Reiz vom Wildschützball aus? Ja, damit man Spaß hat, vielleicht neue Leute kennenlernt. Ja. Und warum ist Tracht geil? Ja, eben wie schon gesagt, weil die Frauen einfach ihre Reize zeigen können. Die Tracht ist einfach immer schön. Was macht den Reiz vom Wildschützball aus? Ja, bei mir war es einfach so, mir hat ein verheirateter Mann gehabt, ich bin begleitet und da kann man nicht nachsagen. Und warum ist Tracht geil? So Leute, das war jetzt so richtig geil. Wir freuen uns schon wieder auf 2017, wenn wir da wieder zu Gast sind. Und jetzt sind wir dahin. Viertel, okay, ciao.